Liebe Zuschauer, ich freue mich, Ihnen heute Frau Elisabeth Buchner vorstellen zu dürfen. Sie ist die Leiterin der Hormonselbsthilfe in Deutschland, irgendwo in Nordfranken zu Hause. Und sie war meine Lehrerin im Bereich Hormone und sie ist für mich die größte Expertin, die ich kenne in diesem Bereich, auch wenn sie das selbst vielleicht nicht so sagen würde. Also herzlich willkommen zu diesem Interview, Elisabeth. Ja, hallo und Sally, sagen wir in der Schweiz, gell? Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und ich bin gespannt auf unser Miteinander und auch weiterhin auf unser Miteinander lernen. Ich lerne ja auch von dir. Du bringst ja von den Nährstoffen etwas, ergänzt quasi die Hormonarbeit. Ja, das gehört zusammen, klar. Genau, das gehört zusammen. Für unsere Zuschauer kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, wer du bist, deine Familie. Ja, also ich bin eine inzwischen dankbare Großmutter von 8 Enkelkindern. Dazu gehören 4 eigene und 4 Schwiegerkinder. Und dieses familiäre Feld war sozusagen mein Experimentierraum, auch im Bereich der Hormone. Und dieses Durchdeklinieren von Hormonstörungen und auch von Hormonhilfen ist etwas, was meine Familie hautnah mitbekommen hat mit mir. Ich selber habe verschiedene Ausbildungen. Ich war auch im medizinischen Bereich für eine Weile aktiv, unter anderem auch in der Schweiz. Ah, aber du bist ja keine Ärztin. Das ist ja das Spezielle bei dir. Aber sag mal, wie kommt man zum Thema Hormone, wenn man nicht beruflich damit zu tun hat? Ja, die Hormone sind ein geheimes Thema, mit dem ich sehr wohl auch in Kindheit zu tun hatte, aber ich wusste es nicht. Erst im Nachhinein, als ich gelernt habe, die Zusammenhänge der Hormone und was das auch in der Psyche, in der Entwicklung, in der Partnerschaft und in der Erziehung macht, das habe ich erst viel später entdeckt. Und für mich ist es so gewesen, dass ich durch die eigene prämenstruelle Syndrom-Symptomatik auf das Thema Hormone kam. Und bei dem prämenstruellen Syndrom oder kurz PMS, da hat man Probleme mal eine Woche oder schlimmstenfalls 2 und dann geht's wieder. Und dann ist man wieder die Alte und dann schiebt man das auf die lange Bank. Und es dauerte 2 Jahre, bis ich dann tatsächlich zu meinem Hausarzt gegangen bin, einmal endlich ohne 5 Kinder im Schlepptau. Und damals zumindest hatten wir 5. Und das war genau der Schlüssel, dass ich damals auf dem Silbertablett sozusagen serviert eine Pille empfohlen bekommen habe, die ich vorher nie wollte und brauchte. Und er hat gesagt, wie bitte mit 38 Jahren eine Pille? Also das will ich nicht und ich möchte gerne etwas anderes suchen. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, schauen Sie mal, gehen Sie mal zum Gynäkologen, der sagt Ihnen sicher das Gleiche. Und so bin ich auf die Spur gekommen und dann hat es bei mir geklickert. Ich habe doch in unserer Zeit in Amerika mehrfach was über natürliche Hormone gelesen in den Zeitungen und habe dann mich auf die Suche gemacht. Bei der nächstbesten Gelegenheit, als wir wieder Urlaub hatten in den USA, bin ich durch alle Buchhandlungen und habe alles zusammengekauft, was über natürliche Hormone oder PMS auf dem Markt war. Und das war mein Einstieg. Ich habe also erst selber lernen müssen, was machen Hormone? Ich habe 7-mal in meinem Leben Anatomie gehabt, in verschiedenen Ausbildungen und Schulklassen. Ich habe nie über Hormone etwas gehört. Und so habe ich also ganz von Anfang an versucht, dadurch, dass ich im Englischen fit war, konnte ich diese ganze Fachliteratur auch verstehen. Das war mein Einstieg. Und heute habe ich noch lange nicht aufgehört zu lernen. Ja, das geht uns allen gleich. Aber trotzdem, Elisabeth, ich als Arzt habe ja über Hormone etwas gelernt im Studium. Ich war nie ein Freund dieses Themas, weil es so kompliziert ist.
Also auch viele meiner Kollegen machen lieber einen Bogen um Hormone, weil das einfach, ach, das ist so schwierig und so unfassbar. Und du hast das einfach so geschafft. Ja, mit der eigenen Betroffenheit ist ja auch ein gewisser Druck da. Und ich habe ja auch in Kliniken schon gearbeitet gehabt. Also ich kenne den Fachjargon. Ich kenne Anatomie ein bisschen und ich kenne eben auch von der Psychologie, das ist eigentlich mein Hauptgebiet gewesen, wusste ich sehr wohl, dass hier ein ganz enges Zusammenhang von Körper, Seele und meine Überzeugung auch vom Geist her läuft. Und das hat mich fasziniert. Also das hat mich so interessiert, dass ich also richtig mich da hineingebuddelt habe in dieses Thema. Und ich habe gemerkt, ich muss etwas tun. Ich habe mich verändert in eine Richtung, die meinem Mann und meinen Kindern eher auch Not gemacht hat. Da habe ich gesagt, nee, das geht so nicht. Und daher war es für mich auch erstmal existenziell wichtig, dass ich diese Zusammenhänge verstehe. Ich will immer verstehen, bevor ich etwas anfange oder sogar weitergebe. Und ich, für mich war das nicht schwer. Also mich begeistert das Thema bis heute. Und es geht für mich eine Wunderwelt auf, weil es einfach im Hormonbereich und in dieser Ganzheit des Menschen deutlich macht, wie einfach genial wir erschaffen und erdacht sind. Cool. Ich habe hier was mit der Bauchanleitung des Menschen zu tun gehabt. Und das hat mich fasziniert. Hast du dir denn selber helfen können damals mit deinem PMS? Oh ja, das hat sich sehr schnell geändert. Das Gute bei den Hormonen ist, wenn man die tatsächliche Ursache und die Zusammenhänge entdeckt hat, dann wirkt das fast sofort, also innerhalb von Stunden. Und ich habe dann die ganz einfachen Schritte, die ich hier auch zugänglich hatte. Ich habe dann sehr bald gemerkt, natürliches Progesteron, also das gibt's hier kaum. Da hat es lange gedauert, bis ich dann auch Dinge gefunden habe. Aber die ganzen vielen praktischen Dinge von der Ernährung, von den Nährstoffen, vor allen Dingen war es so, ich hatte eben 5 Teenager daheim und die sind früh um 7 aus dem Haus und kamen dann um 2 Uhr wieder. Und in dieser Phase habe ich nichts gegessen. Und das ist mir nicht gut bekommen. Blutzucker ist wichtig fürs Gehirn und für die Hormonausschüttung. Das habe ich dann in dieser Fachliteratur verstanden und habe dann gemerkt, ja, den Kindern schmiere ich ein Pausebrot, aber ich selber esse nichts in der Zeit. Und das waren so ganz einfache Schritte. Und dann hat unser eines Kind hat dann einen Hund geschenkt bekommen und der war natürlich auch für mich sehr gut. So dass ich gezwungen worden bin, in die Natur zu gehen, an die frische Luft, in die Sonne. Und das sind alles Dinge, die so wichtig sind für unser Hormonsystem. Wenn wir sie wissen, können wir das bewusst auch mit hineinnehmen in die Therapie. Und das waren die ersten Bausteinchen, die ich selber durchbuchstabieren musste. Und dass man sich nicht sofort an ein Medikament hängt. Wenn damals mein Hausarzt gesagt hätte, ja, Frau Buchner, also das ist eine ganz einfache Sache, das ist PMS, hier haben Sie ein Progesteron und dann ist die Sache wieder in Butter. Also dieses Nichterkennen meines Hausarztes hat Gott benutzt, damit ich quasi auf die Spur komme und auch nicht nur mir helfen kann, sondern eben auch vielen anderen. Und das ist eine faszinierende Lebensgeschichtsetappe gewesen von mir. Allerdings, weil das ist auch heute noch so. Also ich habe jeden Tag Frauen mit PMS und die bekommen heute noch nur die Pille und sonst keine Antworten. Aber jetzt hast du gemerkt, es hilft. Und dann irgendwie wolltest du wahrscheinlich dieses Wissen weitergeben. Kannst du uns erzählen, wie es zur Gründung von der Hormonselbsthilfe gekommen ist? Ja, also das hat noch ein bisschen gedauert. Ich habe nämlich nochmal eine Lernstufe gehabt. Nämlich, ich habe
bin dann irgendwann mal zur Gynäkologin, einfach zur Kontrolle. Ich hatte jetzt keine besonderen Probleme. Und dann war es so, dass sie mir ein Myom diagnostizierte, das ungefähr so 5 Markstück damals groß war, also etwa so groß. Und dann habe ich gewusst aus der Literatur, Myom, okay, da hat dann eben in den USA gibt man oder nimmt man da Progesteron. Und dann habe ich sie gefragt, haben Sie eine Idee, wie man Progesteron unterstützen könnte? Und dann meinte sie, ach ja, da war gerade eine Vertreterin bei mir, gerade vor Ihnen, und die hat mir dieses Progestogel mitgegeben. Und dann hat sie mir das einfach so mitgegeben als Praxisexemplar und ich solle damit probieren. Und das waren dann die ersten Schritte. Und dann habe ich gesehen, im Beipackzettel steht da ziemlich viel drin. Und das hat mich etwas unsicher gemacht. Aber John Lee hat auch relativ großzügig dosiert. Ja, und so habe ich angefangen. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, es ist einfach, das stimmt etwas nicht. Und durch diese eigenen Lernschritte bin ich dann dahinter gekommen, wahrscheinlich ist viel weniger ausreichend, weil im Hormonbereich ist das generell so, das wusste ich ja auch vom Insulin oder von der Schilddrüse, zu viel ist genauso verkehrt wie zu wenig. Und John Lee hat damals schon gesagt, also wenn dann die Symptome wiederkommen sollten, trotz Unterstützung, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es zu viel ist. Und das waren so die allerersten Schritte und ich bin durch die eigene Erfahrung mehr und mehr hineingewachsen in diese Thematik und hatte damals aber mehr in Richtung Erziehungsberatung, war mehr aktiv auch im Farb- und Stilbereich, habe also schon Öffentlichkeitsarbeit gemacht und habe das immer wieder mal so einflechten lassen, dass die Hormone eben auch eine wichtige Rolle spielen in der Persönlichkeit, im Miteinander, der Familie, in der Partnerschaft. Und dann haben immer mehr zu mir gesagt, Elisabeth, also davon wüsste ich gerne mehr. Könntest du nicht mehr dazu sagen und vielleicht auch mal was schreiben, deine Erfahrungen? Und so ist es dann geworden, dass ich dann auch gemerkt habe, ich sammle einfach mal Leute zusammen, die in der gleichen Richtung auch Beschwerden haben. Und wir sprechen einfach drüber. Und das waren die allerersten Anfänge bei uns in der Gemeinde. Ein Gespräch über diese Hormonthematik. Das waren so die ersten Schritte einer Hormon-Selbsthilfe. Und mit der Zeit sind wir dann auch mal eine Phase lang in eine Vereinsform gegangen. Die haben wir dann schnell wieder beerdigt, weil Down-Battle-Briefe schreiben, das liegt mir nicht, das ist nicht mein Ding. Und so hat sich das dann, ich habe dann gesagt, ich melde das als Geschäft an, entweder es funktioniert oder nicht. Und deshalb haben wir heute eine ganz normale, angemeldete Geschäftsform, die, ich habe immer gesagt, wenn sich das selber nicht trägt, dann taugt es nichts. Und dann ist das so der allererste Schritt der Hormon-Selbsthilfe gewesen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr heute? Wir haben 25 im Moment. Immer noch wachsen. Also, ja, eben zusammen, weil im Laufe der Zeit ist das größer geworden. Wir haben uns ja dann später auch zwangsweise mit der Testung beschäftigen müssen. Und das hat dann nochmal einen Riesenbereich eröffnet, der jetzt letztendlich auch ein ganz eigener Zweig geworden ist. Weil ja, das ist es so, nützt nichts, wenn wir nur Therapieideen haben und Annahmen haben, was im einzelnen Falle hier dann auch wichtig ist. Wir müssen Fakten haben. Und ich war gezwungen, mich genauso akribisch in die Testthematik einzuarbeiten, damit man mehr Substanz hat und nicht dauernd ein Ratespiel. Genau, das ist meine letzte Frage in diesem Blog, Elisabeth. Man muss die Hormone ja messen können und da habt ihr ja dieses Labor, CENSA, Zentrum für Speichelanalysen.
wo ihr zusammenarbeitet. Kannst du da noch zwei, drei Sätze sagen, wie es zu diesem Labor kam? Also wir sind kein Labor, sondern wir machen die gesamte Laborlogistik, die ganze Abwicklung, all das, was zur Testung dazugehört. Wir versuchen, angemessene Anleitungen zu formulieren, Fragebögen zu formulieren, die dann auch einen Bezug möglich machen zu den Werten. Wir müssen immer lernen, wie sieht ein Wert in Bezug zur Symptomatik und Diagnose aus. Allein ein Wert sagt erstmal gar nichts, ist wie eine Hausnummer. Also das war unsere ganz wichtige Entdeckung. Wir haben dann auch mit Rechtsanwälten überlegt, wie können wir etwas gestalten, dass wir das Know-how erarbeiten und weitergeben, aber die Messung wirklich von Experten gemacht werden. Und wir haben dann ein Labor gefunden, die machen nichts anderes außer dieser Speicheldiagnostik im Hormonbereich. Und wir lernen miteinander. Und das war eine sehr, sehr wichtige, auch für die Wissenschaft, solidere Grundlage in diesem Hormonthema. Hast du eine Und das Ahnung, machen wir heute nach wie vor. Hast du eine Ahnung, wie viele Messungen schon etwa durchgeführt worden sind? Ja, ich schätze mal so etwa 150.000. Ja. Oder mindestens, also knapp 200.000, würde ich sagen. Das denke ich Es ist auch. Viel. Also das sind immer nicht einzelne Hormone, sondern immer ganze Messaufträge. Ja. So um den Dreh rum. Und man lernt eigentlich erst in diesem Thema, wenn man immer Fragebogen und Wert beieinander hat, dann kann man eigentlich erst erkennen, wie sich Dinge verändern, wie sieht eine Messung vor der Anwendung, nach der Anwendung aus. All diese Dinge bei bestimmten Nahrungsspezifitäten, bei Veganern zum Beispiel, wie sieht es da sehr häufig aus? Jetzt nach der Impfung, meine Güte, da sehen wir ganz neue Szenarien. Wunderbar, Elisabeth, das war unser erster Blog. Ich bedanke mich herzlich für deine spannenden Auskünfte und wir sehen uns gleich wieder.